Achtung! Dieses Video enthält Flüche, Beleidigungen, Unfug und Emotionen. Wer ein perfekt gespieltes Spiel erwartet, wird wahrscheinlich enttäuscht werden und sollte jetzt abschalten. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Videobeschreibung oder fragen Sie den YouTuber über die Kommentarfunktion. Hallo Leute und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Madden 18 auf der PlayStation 4. Wir sind mal wieder in einer Franchise unterwegs und ihr seht es. Week 1 Preseason, Miami Dolphins und wir haben einen neuen Spieler erstellt. Wie versprochen einen Linebacker, einen Middle Linebacker mit dem Namen Chachi Reed. Ich freue mich auch über diesen Namen. Und der Kollege Chachi Reed wurde gedraftet relativ hoch. Ich weiß gar nicht. Die Einblendung kommt bestimmt nachher irgendwann mal. Und kommt von der Florida Tech. Und wird hier erstmal in einem Preseason-Game gegen die Falcons direkt mal hoffentlich ein paar Szenen haben. Warum die Dolphins? Der Bolti hat sich die Dolphins gewünscht. Er hatte mir vorher die Chiefs empfohlen, aber gut. Da habe ich ganz klar gesagt, nein, ich möchte mich nicht wieder die ganze Zeit über den Kollegen Alex Smith ärgern, dass der nichts hinbekommt. Und deshalb war eine Alternative gefragt. Die Dolphins kamen und ja, warum nicht? Warum nicht? Ne? Ist mit Sicherheit auch im Interesse vom Chachi, dass er, wenn er schon auf der Florida Tech war, auch direkt zu seinem absoluten Wunschverein durfte. So hatte er es ja damals vor dem Draft gesagt, er würde sich wünschen, wenn er bei den Dolphins landet. Die haben ihn gedraftet und er ist happy. So, jetzt habt ihr eine Background-Story zu Chachi Reed. Okidoki. Jetzt bin ich gespannt. Ah, das ist aber hier nicht Middle Linebacker, aber egal. Hook Curl, wir decken ab und müssen natürlich jetzt gucken, wir bleiben auch in dieser Spieleransicht dann. Müssen natürlich auch gucken. Das ist kein Lauf. Wir haben die Zone. Wunderbar. Wir haben die Zone. Und wir haben den Sack. Die Kollegen machen das gut. Ah, Tannehill out for season. Natürlich. Das kommt dabei raus, wenn du Dings machst hier. In den Einstellungen echte existierende Verletzungen beibehalten. So, jetzt dürfen wir als einziger Linebacker an den Start. Ja. Der nächste Sack. Und warum? Weil Chachi Reed seinen Job bestimmt ganz toll macht. Keine Ahnung. Weiß nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt schon, bei den ersten beiden Spielzügen dieses Tages, habe ich ein viel intensiveres Gefühl, ja, als wären wir wirklich komplett am Start hier. Als hätten wir auch eine Aufgabe. Ja. Okay, warum bei X-Tackle, warum orientiert er sich da nicht an Julio Jones? Egal, complete. Kann ja nicht immer in einem Sack enden. Außerdem haben wir die Mitte gehabt, ja, ich spreche uns mal da von jeglicher Schuld frei. So, wir machen weiter mit Zone. Gefällt mir ganz gut. Lässt mir ein bisschen Entscheidungsfreiheit. So, mach mal die Zone offen. Wenn es ein Run wird, fresse ich den auf. Ah, überworfen. Da hinten ist gar keiner mehr. Okay. Ist die Frage, ob wir in der Kamera wirklich bleiben oder ob wir sagen, nee, das können wir alles testen. Ach, wir sind gar nicht drauf. Doch, wir sind drauf. Wir können die Kamera nicht ändern als Linebacker. Oh, was macht der jetzt mit mir? Warum tut er das? Ja, der ist durch. Was ist das für eine Kameraeinstellung? Scheiße hier. Was ist das jetzt? Alter Vater. Mann. Ich habe keine Ahnung, ob wir da noch hätten eingreifen können, aber nervt mich natürlich, wenn du hier durch dieses durch diese Aktion komplett aus dem Spiel genommen wirst. Das hat genervt. Und zwar richtig. So, wir gleichen aus. Immerhin. Wollen wir mal blitzen. Nee, komm.
so ist echt hübscher. Keine Ahnung, ich find's so hübscher. Mehr Action. Boom! Here comes the... Boom. Der Kollege Chachi mit seinem ersten Tackle und dann direkt for loss. Boom! Ah, schön. Also, wie gesagt, jetzt schon mehr Produktives als bei den anderen beiden. Ich möchte euch da aber auch nicht zu sehr beeinflussen. Nein, alles gut. Unblocked. Rumst es da so richtig. Chachi, Chachi. Aber wie gesagt, ich möchte euch da nicht beeinflussen. Ja, machen wir mal ein bisschen zu hier. 2 und 12. Ich bin gespannt. Da haben wir kein Business mit. Ist nicht unsere Seite. Matt Ryan. Ach, der war gedroppt. Ja, noch besser. Ja, gute Defense dann. Gratulation an unsere Kollegen. Haben sie gut verteidigt. Beim Catch direkt einer da gewesen. Und dann Bam gemacht. Cover 3 hard flat. Wer ist der Slot Receiver? Ja, Julio, wer sonst? Den hier vorne habe ich. Ja, den da hinten habe ich nicht. Habe ich was falsch gemacht? Hätte ich mich nach hinten orientieren sollen? Ich weiß nicht. War 3. und 12, ne? Wahrscheinlich. Wäre wahrscheinlich echt klüger gewesen, wenn wir da gesagt hätten, ne, ne, komm. Scheiß auf den vorne. Wir hätten da so einen Mittelweg finden sollen, oder? Egal, komm. Ah, ich orientiere mich hier nach links. Nach links will ich. Oh, überworfen. Bin total auf den Handoff reingefallen. Finde ich gut. Ich finde es auch gut, dass wir hier in der Action-Cam bleiben können. Also, bis hierhin. Bin ich euphorisch. Beinahe. 2 und 10. Ich komme nicht rum. Aber die Jungs sind durch. Schöner Blitz. Schöner Sack. Hewitt. 3 für 21. So, jetzt die Zonen absichern. Coach? Sind die zu weit hinten? Ich bin mir nicht sicher. Nö, das passt gut. Passt das gut? Das passt gut. Ja, lass mal kommen, Matt. Ja, nimm den. Mir auch egal. Den habe ich ihm gegönnt. Den durfte er nehmen. Das war mir scheißegal. Ich habe ihm einen Blick gehabt, aber bringt er nichts. 4 und 16. Die paar Yards, scheiß drauf. Und unser zweites, oder zweiter Tackle, Chachi Reed. Aber ich will euch da nicht beeinflussen. Ha? Freunde. So, ich glaube, das war's dann auch. Für das erste Spiel. Wir werden natürlich, wie bei den anderen Franchises auch schon, noch ein zweites Spiel präsentieren. Und dann werden wir uns angucken. Ah, ich muss die ganze Zeit X drücken hier, wie ein Wilder. Und dann werden wir nämlich mal gucken, ob... Spielausgang ist jetzt erstmal hier sekundär interessant. Dann werden wir nämlich gucken, ob... Wir haben verloren. Naja. Ob wir im zweiten Spiel ein paar mehr Minuten bekommen. Und auch ähnlich gut Action haben. Also, wir können tacklen, wir können gucken, dass wir vielleicht irgendwann mal einen Ball runterpflücken. Ja. Die Action, aber gut, das war ja beinahe schon vorherzusehen. Die Action ist hier definitiv vorhanden. So, next week. Chachi, Chachi. Und der Name ist auch gut. So, gegen die Ravens. Ja. Da wird sich der Bolti direkt freuen. Und wir gucken mal, was Chachi Reed noch so im Köcher hat. Impact Rookie. 3 Tackles. Force. 3 Tackles. Gerade kurz davor gescheitert. 2 von 3, aber hätten wir mehr Spielzeit bekommen. Ja. Weiß nicht. Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, wir hätten das dritte Tackle auch noch geschafft. Oder den dritten Tackle. Whatever. Whatever. Ravens auch mit einer Preseason-Niederlage im ersten Spiel. Und jetzt zu Gast in Florida, zu Gast bei den Miami Dolphins. Hello everybody, I'm Larry Ridley and this is the NFL on... Ooh yeah, ooh yeah. So. Leider werden wir keine
Punt- und Kick-Returns bekommen. Das wäre zu viel des Guten. Warum nicht? Starten wir mit einem Overload-Blitz. Es regnet, es ist nass. Wir schauen uns das Ganze mal an. Ortiz und West als Running Backs. Und der Ball geht als Handoff. Und da ist der Kollege. Also kein Handoff. Angetäuschter Handoff, ja. Ja gut, Tannehill ist natürlich ärgerlich, ne, dass der out ist, aber so ist das nun mal bei den Dolphins. So, ne, komm, nicht Thundersmoke. Wir machen Tampa. Tampa 2. Wo ist die Zone, die ich habe? Zeigt er mir nicht an. Das ist sehr schade. Gop! Scheiße. 3 und 7. Die darf er noch bekommen. Mehr sollte jetzt dann nicht mehr passieren. Komm, immer nochmal Tampa. Tampa, Tampa, Tampa. Hier die Zone an der First Down Linie. Wir spreaden mal die Line. Und er läuft. Ah, oi, er hat mich gut weggeblockt. Aber die Jungs haben aufgepasst. Und stoppen diesen Drive bei 4 und 3. An der gegnerischen 32. Wunderbar. Unsere Offense gibt den Ball sehr schnell wieder ab. Und wir blitzen nochmal. Under Smoke. Oh, auf der 6-Yard-Linie. Ihr seht, wo wir her müssen. Aber wir ändern es. Wir haben früh gesehen, dass es ein Toss zur Seite wird. Reagieren darauf. Ah, ja. Chachi Reed ist ja auch nicht der Dümmste. Ist ja auch nicht der Dümmste. Ich gewöhne mich erstmal noch an das Ganze. Ich glaube, ich habe nie wirklich als Linebacker gespielt. Und ja, ein paar Fehler müsst ihr mir dann noch durchgehen lassen. An der 5. Oh, erneut Laufspiel und kriegen hier richtig einen harten Hit mit. Von dem Blocker. Aber die Jungs sind da. 3 und 9. An der 7. Oh, es wird ein Pass. Ich orientiere mich um. Sehr schön. Safety? Nein, an der 1. Da wollte ich dann wirklich gucken, dass ich noch mit der Hilfe abzusichern. Vielleicht hat es einen Unterschied gemacht. Ich weiß es nicht. Aber unser Offense ist... ja, so sieht es auch aus, wenn du ein Defense-Spieler bei den Chiefs spielst. Da wunderst du dich dann, warum der Ball so schnell immer weg ist. Oh, schön! Schöner Hit. Ja, jetzt sehen wir den Pick. Wir sind an 12 gepickt worden. Charles Harris an 22, also wir hatten zwei First-Round-Picks. Weiß nicht, ob wir da jetzt schuld dran sind? Wahrscheinlich, ne? Den holen wir uns. Schade. Lücke war da. 3 und Inches. Noch ist hier nichts in trockenen Tüchern. Wir müssen gucken hier. Trauen sich durch die Mitte zu gehen? Trauen sich hier auf Chachi Reed zu stoßen? Ja, trauen sich. Sie kriegen die Lücke. Sie machen das First Down. First and 10, aber wir haben es geschafft hier bisher die Ravens sehr weit weg von der eigenen Endzone zu halten. Boom! Eat that! Unser erster Tackle des Abends. Direkt der Hit. Bam! Schade, leider kein Fumble Forced. Aber wir nehmen hier alles mit, was irgendwie in die Statistik fließt. Hier.
Zeigen wir mal Blitz. Ah, ich war aber auch bereit. Oh, Injury Timeout. Das ist ja natürlich ungünstig, wenn wir hier mit den Dolphins jetzt nochmal weitere Verletzungen zu verbuchen haben. Safety Blitz? Nö. 3 und 10. 3 und 10 machen wir mal ein bisschen Schissertaktik. Wir haben den Mid-Read, okay. Der geht weit. Aber da ist ein Verteidiger. Ist der gecatcht? Der ist gecatcht. Oh Mann. Aber hey, komm. Eigentlich gut verteidigt von den Jungs. Und den fängt er nicht an jedem Tag in dieser Saison. Und uns bringt das natürlich jetzt in eine Situation, wo wir dann auch mal fast hier in der eigenen Red Zone verteidigen müssen. 22 Yards. Noch zu gehen bis zur Endzone. Ah, ich lass mich in die falsche Richtung blocken. Scheiße. Entschuldigung. Da muss ich klüger sein noch. Lauf erkannt, ja. Aber dann hatte ich keine Möglichkeit, da anständig noch drauf zu reagieren. Da muss ich mich natürlich irgendwie nach innen abrollen oder so, um dann hier auch bereit zu sein, um den Lauf zu stoppen. Oh, aber das haben wir gut verteidigt. Ja. 3 und 6. 3 und 8. Kein Raumgewinn bei diesem Pass. Ja, motiviert auch. Der Chachi ist auch ein Motivator und auch ein bisschen. Ja, ein bisschen auch, so sagt man den also laut Scouting Reports, ein bisschen Leader. Leader-Mentalität. Ganz klar. Oh, der war offen. Der war weit offen, Freunde. Der gute Perryman. Das darf nicht passieren. Da haben zwei Jungs direkt gepennt. Cornerback und Safety. Tja, der 30er hatte die Zone, glaube ich, nicht mehr. Der hatte die Zone so wie wir. Also eigentlich hätte da hinten einer übernehmen müssen. Oh, Mann. Wahrscheinlich habe ich auch den falschen Verteidigungsspielzug gewählt. 7-0 für die Ravens. Ja, und die haben natürlich eine starke Defense. Das heißt, mit unserer Krüppel-Offense wird das jetzt nicht einfach werden. Mal gucken. Nee. Ball ist schon wieder bei den Ravens. Das geht schnell. So, wir haben ein Auge auf den Running Back. Wir haben ein Auge auf West. Okay. Ich war unschlüssig, ob ich jetzt Druck mache, weil der ist ja stehen geblieben, oder ob ich zurückgehe. Und jetzt habe ich den Mittelweg gemacht und da habe ich ja mich komplett aus dem Spiel genommen. Komplett. Eigentlich Memo an mich, versucht da irgendwie dann, ja, entweder direkt entscheiden, Druck zu machen oder nochmal ein bisschen weiter hinten die Zone abzudecken. So, Run ist da, Jungs sind da. 2 und 9. Alles gut. Schade. Da fehlt mir das Timing beim Snap noch, ne? Ich bin jedes Mal late. 3 und 6. Ah, Quarter wird jetzt enden. Oder auch nicht? Ja, doch. Das kriegen die nicht mehr hin. 3 und 6 an der 36. Wir haben wieder die Mitte. He's
Ja, sehr guter Stopp. Na, da hätte, habe ich zwischenzeitlich überlegt, dass die Kameraperspektive dann in dem Moment natürlich nicht mehr hilft, wenn ich mich da irgendwie umentscheide. Ne? Dann stehe ich zwar in der Mitte und muss gucken, ob hinter mir vielleicht einer noch rumläuft, aber da fehlte mir dann doch ein bisschen kamerabedingt die Übersicht. So, die Offense gibt den Ball ab. Und das geht alles sehr schnell, leider. Leider alles sehr schnell. Was war? Get a sack? Habe ich das richtig gelesen? So, wir entscheiden uns jetzt für Druck, oder? Handoff. Kein Handoff, aber Sack. Jo. Sehr schöner Sack. Und damit ist das Team Objective erfüllt. So ist es. Kiko Alonso, auch ein schöner Name. Kann man ja nicht anders sagen. So, sollen wir mal Man Coverage mal spielen? Ah, ich komme nicht rum. Aber, oh, Blindside. Schön. Zwei Mann sogar hab ich gar nicht mitbekommen. Nee, einer nur. Einer, Entschuldigung. Habe ich gar nicht mitbekommen, dass der da über der Seite durchgekommen ist. Gut gemacht, Jungs. 3 und 26. So, wohin dürfen sie denn? Ah, okay. Ach komm. Nee, jetzt wollte ich die Kamera nochmal umändern. Ja, den da war ruhig von mir aus gecatcht haben. Ist uns egal. 4 und 24 war sogar nix. Die Defense, sie hält bisher nur einen Touchdown zugelassen und ja, die Offense punktet. Traumhaft. So, wir haben den Fullback, Ortiz. Ah, schade. Wir wären da gewesen. Diesmal wären wir da gewesen. Diesmal wären wir da mit am Start gewesen. Aber die Jungs haben gut aufgepasst. Also, was heißt da schade? Ne? Ist der Chachi ein bisschen Ego und sagt, ey, ich wollte doch so schön den Tackle. Aber er muss doch mal zurückstecken. 2 und 7. Okay, wird ein Passspiel. Haben wir aufgepasst. Er spinnt zwar um unseren Kollegen vorbei, an unserem Kollegen vorbei, der Perryman, aber was hat er denn? Warum haut er mir auf den Helm? Lass das mal sein. Du willst das nicht, dass ein Chachi wütend wird. So, Flats und Blitz. Und hast du nicht gesehen. Oh, guck mal, wir haben die rechte Zone. Nehme ich. Wird ein Lauf. Geht immer noch ein Lauf. Au, gut gemacht. Konnte meinen Blocker nicht abschütteln und ich wollte unbedingt nach rechts wieder ziehen, um abzusichern, um möglicherweise da zu sein, falls was schief geht. Und es ist ja halb schief gelaufen, aber die Hilfe war ja da. Alles gut. 2 und 8. Okay, Freunde, wir nehmen die Hook Zone auf der linken Seite. Flag on the field. Warum geht mir ein Foulstart? Was? Contact? Oh. Das ist schlecht. Schade. Da bringen wir uns gerade, ja, William Hayes, bringen wir uns gerade um den Lohn einer guten Defense. Ah, 2 und 3. Okay, jetzt müssen wir das Konzept ändern. Jetzt müssen wir hier mal so richtig reinhalten. Fire in the hole. Ich komm nicht. Nein! Hasse! Jawohl! Ich hab's verkackt. Ein bisschen. Ich hab's ein bisschen verkackt. Ich hätte konsequent durchziehen müssen. Wer weiß, was möglich gewesen wäre. Flacco hat sich viel Zeit genommen. Wurde gesackt. 3 und 9.
Okay. Oh ja. Woo! Ich weiß es halt nicht, ne? Ob ich da auch irgendwie durch meine Zonenabdeckung und wie ich mich verhalte, ob das irgendwie Einfluss hat oder so. Oder ob die Jungs einfach zusätzlich noch oder allgemein viel besser und ich weiß nicht. Ich tue mal so, als wäre es auch irgendwo mein Mitverdienst gewesen. Ist ja ein Teamsport, also warum nicht? Und die Offense punktet. 14-7. Und wir kriegen noch ein bisschen Spielzeit. Erfreulich. Wird ein Passspiel? Haben wir nicht auf unsere Schulter zu lasten. Ui, überworfen. Aber ich glaube, unser Kollege mit der 47 war da auch schon geschlagen und ein Safety habe ich da jetzt auch nicht so nah gesehen. Also das hätte auch ins Auge gehen können, fürchte ich. ...1,19, aber die Ravens haben noch alle drei Timeouts, das heißt eigentlich geht da noch was. Ist er gedroppt? Ja! Stark gemacht! Chachi freut sich, weil der Kollege hat da ordentlich mitgeholfen. Wahrscheinlich sogar den Großteil der Arbeit. Aber ich habe ihn im Blick gehabt. Und den Links habe ich auch ein bisschen auf dem Zettel gehabt. Also, ganz viel Action hier. Ganz viel Action hier. Und man hat das Gefühl, man ist viel mehr drin und dabei, statt nur am Gucken. Oh, das ist aber ein Vollstart. 71. Komm! Komm! Yes, baby! So sieht es nämlich aus. Okay, das sind immer ein bisschen eher Arme wie Popeye. Sah komisch aus. Wir covern wieder ein bisschen weiter hinten. Oh, es ist ein Lauf. Ja dann, Dankeschön. Woodhead mit dem Tackle for Loss. 4-17. Die Defense geht mit einem Grinsen vom Feld, hier eine Minute zu spielen noch in der zweiten Halbzeit. Und aller Wahrscheinlichkeit nach werden wir auch gar nicht mehr jetzt wiederkommen. So ist es. Das war die Spielzeit hier im zweiten Spiel für Chachi Reed. Mal gucken, die Ravens hier noch verkürzt mit einem Field Goal. In den letzten Minuten sie laufen, aber die Dolphins erhöhen nochmal und gewinnen dieses zweite Preseason Game. Wie gesagt, die Aussagekraft ist gering. Wohl wahr, aber natürlich fühlt sich ein Sieg erheblich besser an als eine Niederlage wie im Spiel 1. Spielstand geht in Ordnung. Offense braucht ein bisschen, um in Schwung zu kommen. Die Defense hat gehalten. 31 Downs played, ein Tackle for Loss, zwei Tackles, also bitte. Das ist doch in Ordnung. Inside Run Defense Bronx. Achso, das ist das Training, was automatisch ist. Danke dafür. Das heißt, wir sacken hier ein bisschen XP ein. Jetzt haben wir auch Level 1 Season Goals, Milestones und so weiter und so fort. Also, wie gesagt, ich möchte euch da nicht beeinflussen, aber das hat mir gefallen. Mir persönlich hat diese Position sehr gefallen. Und man kann, ja, selbst wenn man mal einen Fehler macht, muss nicht unbedingt direkt hier alles in was Zählbaren enden für den Gegner und man ist mehr drin, mehr Action, man hat viel Spaß und Spannung und Schokolade. Leute, das war's erstmal. Also diese drei Positionen, den Safety, den Cornerback und den Linebacker habe ich jetzt hier im Angebot. Auf die anderen Positionen verzichte ich. Ja, habe ich ja schon in der Folge davor gesagt, warum ich wahrscheinlich darauf verzichten werde. Und ja, schreibt mal ein wenig. Also wie gesagt, wenn es nach mir geht, aber ich möchte euch ja nicht beeinflussen. Ich fand den Linebacker schon sehr intensiv. So. Aber ich nehme natürlich auch alles andere. Irgendwie werden wir uns auch auf anderen Positionen, sei es Cornerback oder Safety, schon irgendwie reinfuchsen. Ja? Wenn ihr dann halt so entscheidet.
Aber bedenkt, Chachi Reed, das ist ein Name mit Klang. Ja, ich kann mir vorstellen, dass da irgendwann mal hier, ne, Dolphins-Trikots tatsächlich mit diesem Namen beflockt werden. So, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Bleibt dabei, macht's gut, euer Gordi. Ciao. Ja, Leute, das war's mal wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch ein wenig Spaß gemacht. Wenn dem so ist, würde ich mich sehr über ein Like freuen oder auch über einen Kommentar. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert doch einfach diesen Kanal, indem ihr hier auf Abonnieren klickt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Gordi LP.